Ja, ich bin heute hier in Rheinbach. Die Redaktion hat mich hier hingeschickt, denn hier gibt es eine 14-jährige Kickbox-Weltmeisterin. Und die Redaktion hatte die glorreiche Idee, dass ich mal ausprobiere, wie das mit dem Kickboxen so funktioniert. Ja, ich komme eigentlich vom Fußball, deswegen glaube ich, dass ich mir heute eine ziemlich blutige Nase abhole. Schauen wir mal, wie es wird. Sarah boxt bei Thomburg Boxing Rheinbach. Unter den Augen von Trainer Willi Zinken reifte sie zur Titelträgerin. Für einen ehemaligen Sportstudenten wie mich ambitioniert, doch es sollte doch kein Problem sein. Also Handschuhe an und einfach los. Ja, so einfach geht es natürlich nicht. Wir machen hier Sport. Wie fast zu jeder Sportart gehört da also erstmal ein bisschen Aufwärmen zu. Des Weiteren ein kleiner Dehnungsablauf, um die Muskulatur zu lockern. Und dann geht es an die Basis, die man erstmal lernen muss, bevor man sich in irgendeiner Form hier hauen kann. Also so einfach geht es dann nicht. Aufwärmen? Na klasse. Als in die Jahre gekommener Aschenplatzkicker genau mein Ding. Schon nach den ersten Übungen puste ich wie ein Walross. Wir sind jetzt bei 50% maximal. Ich bin bei 100. Und auch beim Dehnen stoße ich sehr schnell an meine Grenzen. Stopp sagen, gell? Stopp. Und der Spagat? Ausbaufähig. Sarah geht das alles viel leichter von der Hand. Und das ist kein Wunder. Ich trainiere schon so 5-6 Mal die Woche. Also ich versuche schon immer so 1-2 Tage auch frei zu haben in der Woche. Und jetzt vor der WM habe ich natürlich 7 Tage die Woche trainiert. Der Erfolg gibt der 14-Jährigen recht. Bei der WM in Orlando im Oktober 2016 fuhr sie 2-mal Gold und 1-mal Silber ein. Ihre Ziele für die Zukunft, also alles andere als utopisch. Also ich möchte auf jeden Fall ja Profi werden und das ist halt auch mein großes Ziel. Ihre Schlagkraft bekomme ich dann doch noch zu spüren. Nach einigen Trockenübungen geht es an den Sandsack. Während ich erneut nach wenigen Sekunden eher mit der Luftzufuhr als mit dem Sack kämpfe, zeigt Sarah ihr Schlagrepertoire. Und dann geht es in den Ring. Zimperlich darf man da wirklich nicht sein. Nach einer guten Stunde ist das Training für mich beendet. Zum Glück. Wie habe ich mich geschlagen? Gut, sehr gut. Ja? Ja. Darf ich wiederkommen? Ja. Das werde ich mir bei der ganzen Anstrengung nochmal überlegen. Für Sarah war es nicht mehr als ein Warmmachen. Sie ist aber auch mehrfache Weltmeisterin. Das wollen wir nicht.